feet, winter drives me wild. Was? Found myself smiling more. The moment you leave, I feel down again. I talk to myself on the floor just to feel. Ich bin gerade nach Hause gekommen und hier stehen noch meine ganzen Klamotten, die ich Anfang des Jahres mal ausgemistet habe. Ich komme aber aktuell einfach nicht dazu, die zu verkaufen oder mir damit zu überlegen, was ich damit genau mache. Deswegen werde ich die jetzt erstmal rausstellen. Darum kümmere ich mich auf jeden Fall, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin. Da habe ich aktuell jetzt erstmal keinen Kopf für. Aber ich werde jetzt dieses komplette Zimmer mal ein bisschen aufräumen, sodass ich hier halt die nächsten Tage gut lernen kann. I swear that I'm trying my best. You tell me the stress shouldn't be a friend. I wonder where I'll end up next on the corner of hope. So hold my hand tight for a minute. I'll let you know when to let go. You give a little love with a little sun everywhere. Hallo Leute, zu einem neuen Video und ich glaube, das wird jetzt mein zweiter Lernvlog und ich stecke mittendrin im Lernen, also beziehungsweise ich mache gerade immer noch die Lernzettel. Wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, da habe ich so ein bisschen schon mal darüber geredet und ja, ich bin jetzt bei meinen Eltern. Ich war bis gestern noch in Frankfurt und habe von dort aus die Sachen gemacht, aber wollte dieses Wochenende auf jeden Fall hierher. Und es ist hier gerade irgendwie ungewöhnlich hell geworden. Es war wirklich den ganzen Tag so dunkel, aber jetzt wird es langsam so ein bisschen besser, wobei mir das eh nicht so viel bringt, weil ich sitze eigentlich die ganze Zeit nur am Schreibtisch und bin jetzt hier mittlerweile bei Lernfeld 8. Das ist das Lernfeld mit den ganzen Bauthemen und baulicher Nutzung, Grundflächenzahl. Es war gerade wirklich so ein kurzer Moment, wo die Sonne mal geschienen hatte. Jetzt ist sie aber auch schon wieder weg. Und ich muss mich jetzt heute an meine zweite Lernsession setzen, beziehungsweise Lernzettel schreiben. Und was mir dabei wirklich hilft, das ist, glaube ich, einfach richtig simpel, aber ich stelle mir wirklich eigentlich immer Timer einfach bei Apple und mache halt in der Zeit dann mein Handy auf Flugmodus und dann voller Fokus aufs Lernen. So komme ich gerade eigentlich ganz gut voran. Das heißt, ich werde jetzt nochmal schnell den Lernzettel fertig schreiben, an dem ich gerade sitze. Und dann habe ich alle Lernzettel gemacht von den Lernfeldern, die ich bis jetzt hatte, außer Buchführung. Hebe ich mich extra auf bis zum Ende. Nee, das werde ich dann angehen. Ich muss mir jetzt nochmal einen Plan schreiben für das Wochenende, wann ich was machen möchte. Ja, das Thema ist einfach aktuell. Ich habe sehr viele Ideen in meinem Kopf, was Social Media gerade angeht und habe voll den Spaß daran, Videos zu schneiden. Aber um diese Videos schneiden zu können, braucht man Zeit und auch Zeit davor, den Content zu produzieren und auch sich die Ideen zu überlegen. Und dann muss man sich die Musik raussuchen und so. Das dauert alles echt immer länger, als man denkt und die habe ich gerade einfach nicht. Und ich versuche es irgendwie gerade beides so hinzubekommen, aber ja, ich merke schon, dass es mich gerade so unter Druck setzt, obwohl es eigentlich schwachsinnig ist, weil ich habe danach wieder mehr Zeit, nach der Prüfung jetzt. Und jetzt sollte der volle Fokus da sein. Mein Kopf will aber gerade was anderes. Aber gut, ich gebe mein Bestes. Im Herbst ist es einfach immer so schön. Also diese ganzen Farben, ich liebe das so krass. Und ich habe auch hier so viele Ideen, was ich hier machen kann. Und ich will hier nächstes Jahr so eine neue Reihe machen, dass ich hier ganz viele Outfits zeige. Ich glaube, das könnte richtig cool sein. Dunkel geworden. Es ist jetzt einfach erst 5 Uhr und es ist so dunkel. Und ich habe aktuell hier ein Problem. Diese Käfer hier
sind so, ich glaube, man nennt die wirklich Stinkekäfer. Die verfolgen mich. Also, ich habe die, glaube ich, heute schon dreimal hier rausgeräumt und irgendwie finde ich immer wieder ein. Und ich lüfte halt zwischendurch auch durch und ich glaube einfach, die kommen dann immer wieder rein. Ich filme jetzt noch einmal, wie ich die rausbringe und wehe, danach ist direkt wieder einer da. Ich will die nicht schon wieder anfassen, man riecht wieder alles danach. Wehe, der kommt gleich wieder zurück. Ich habe jetzt gerade das erste Mal auf Instagram einen Vlog als Reel gepostet. Ich bin mal richtig gespannt, wie ihr das so findet. Ich fand es irgendwie ganz cool und in letzter Zeit sieht man sowas hier auch öfter. Deswegen probiere ich es einfach jetzt mal aus. Jetzt bin ich die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen. Was ich mache, auf der einen Seite will ich mich mal an Teil 1 rantrauen, dass ich den mal wirklich komplett durchmache. Aber es sind halt 2 oder 3 Stunden. Ich hoffe gerade 2, natürlich. Das wäre Überlegung Nummer 1. Ansonsten muss ich halt auch noch lernen für eine Klausur. Ich habe nämlich nächste Woche eine Klausur. Das steht also auch noch an. Problem ist auch aktuell, wir haben wirklich schlechtes WLAN hier. Das ist so nervig beim Lernen. Vor allem, weil ich alle Unterlagen in so einem OneDrive habe. Natürlich habe ich am Montag dann auch noch eine Präsentation in Politik und muss eine Sportstunde halten. Also es ist doch super, dass ich so viele Sachen vor meiner Abschlussprüfung habe. Ich weiß auch nicht, was ich die Lehrer... Also das ist der Lehrplan. Die können da auch nichts dafür, aber es ist trotzdem nervig. Teil 1 geht... Es geht 3 Stunden. Oh Mann, scheiße. Ich kann die Prüfung gerade einfach nicht öffnen. Also sie war gerade da. Und jetzt ist sie weggegangen, weil ich wieder aus dem WLAN rausgeflogen bin. Vielleicht kann ich das aus dem Grund auch einfach nicht machen. Morgen wird hier ein bisschen spannender. Sorry für diesen langweiligen Einstieg in den Vlog, aber es ist halt auch einfach ein Lernvlog. Mein Leben ist aktuell einfach nicht so spannend, wenn ich jetzt hier am Lernen bin. Das Beste ist wirklich immer, wenn ich gerade nach München fahre. Aber ansonsten, ja, vielleicht findet ihr das hier auch toll zu sehen, dass es einfach wirklich auch langweilig ist und... Ich weiß nicht, man hat so oft durch Social Media auch das Gefühl, wie spannend die ganzen anderen Leben sind. Aber man muss sich halt auch einfach bewusst machen, wie viele Leben man da jeden Tag sieht. Und dass jede einzelne Person davon auch nicht das alles macht. Und vor allem bei so Jahresrückblicken oder so, ist natürlich heftig. Wenn ich mir jetzt anschaue, was ich wieder alles dieses Jahr gemacht habe, finde ich das auch total krass. Das vergisst man auch ganz ehrlich manchmal, wenn ich nicht so viel mitfilmen würde. Wäre mir das, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie viel ich alles erlebe, weil ich habe mir letztens auch mal wieder meine ganzen Intros allein angeschaut von YouTube-Videos. Es ist so krass, wie viel ich dieses Jahr erlebt habe und wie viele tolle Sachen. Und jetzt bin ich irgendwie seit Wochen in so einer Phase, in der ich einfach lerne und jetzt natürlich noch intensiver die letzten Tage. Dann hat man schon wieder das Gefühl, dass sein ganzes Leben so langweilig ist. Wird aber auch wieder besser. Und wirklich, ich freue mich so auf nächstes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr wird richtig krass. Leute, das ist doch ein Scherz. Es ist schon wieder ein Käfer da. Woher kommen die denn bitte alle? Jetzt sehe ich wieder nichts, außer den. Und wenn ich jetzt den wegräume, sehe ich gleich wieder einen. Das geht schon den ganzen Tag so. Es ist jetzt einfach mittlerweile 11:45. Ich saß noch die ganze Zeit unten mit meinen Eltern, mir was gegessen und dann gerade noch ein bisschen The Voice geschaut und... Ich fand es einfach so schön, habe es nicht geschafft, hochzugehen und weiter zu lernen. Aber ich kann jetzt nicht schlafen gehen, weil mich das gerade irgendwie ein bisschen stresst. Ich wünschte mir, es wäre nicht so und ich wünschte mir, ich wäre total entspannt. Aber das bin ich leider nicht. Und versuche jetzt noch ein bisschen was zu machen für das Lernfeld, in dem ich auch die Klausur am Mittwoch schreibe. Ich habe echt keine Lust mehr. Es ist jetzt Samstag, ich bin jetzt gerade aufgestanden und irgendwie, mir fällt es aktuell so schwer, früh aufzustehen. Es ist jetzt, glaube ich, 10 Uhr und es fühlt sich immer noch extrem früh an. Aber ja, ich versuche jetzt gut in den Tag zu starten, deswegen gehe ich jetzt erstmal eine Runde raus spazieren. Ich war ja nämlich gestern den ganzen Tag nur drin und das tut einem auf Dauer jetzt auch nicht so gut, aber ich habe auch noch übelst Muskelkater vom Training. Deswegen werde ich einfach eine kleine Runde laufen. Und dann habe ich heute einiges noch vor, ja, was Lernen angeht. Dann will ich noch ein bisschen Video schneiden
Und später zeige ich euch auch noch was Cooles. Das heißt, das sind so die drei Dinge, die heute anstehen. Und, boah, ihr glaubt mir nicht, was gestern wieder passiert ist. Ich lag im Bett. Und dann plötzlich dachte ich so, ach, irgendwie ist da was, aber ich bilde mir das bestimmt nur ein. Und dann war einfach an meinem Po dieser Käfer. Ich habe mich so krass erschreckt. Ich habe wirklich mittlerweile Angst vor diesen Käfern. Ich weiß nicht, warum hier so viele sind. Wahrscheinlich wurde hier mal richtig lang gelüftet. Und die haben sich hier alle reingeschlichen. Ich muss mal... Keine Ahnung. Ich bin jetzt ja alle noch bis morgen hier. Dann mal schauen, ob das Problem sich von alleine löst. Jetzt gerade mal diese Schuhe hier angezogen. Ich habe die so gerne getragen. Ich liebe die auch immer noch. Aber die sind mittlerweile einfach viel zu kaputt und mega dreckig. Das könnte ich noch regeln. Aber diesen Teil, sieht man das hier? Sind die so aufgesplittert? Das ist auch einfach keine gute Qualität. Aber ich finde die so geil und ich habe keine mehr in der Art gefunden. Außer halt diese Dior-Schuhe, die 2000 Euro kosten. Also das gebe ich ganz sicher nicht aus. Jetzt trage ich sie zum Spazierengehen. Jetzt gerade fertig gemacht und wollte euch jetzt mal wieder so ein bisschen was über meine aktuellen Lieblingssongs und Hörbücher erzählen. Gerade höre ich dieses Hörbuch, das heißt Kiss Me Once, und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal finde ich es richtig cool und dann finde ich es wieder richtig cringe, aber ich höre es weiter. Ich werde auch das, glaube ich, zu Ende hören. Ist auch mal eine ganz neue Autorin, von der habe ich davor noch nie was gehört. Aber wenn ihr eigentlich auch mal so Hörbuchempfehlungen für mich habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Was Songs angeht, finde ich es aktuell gar nicht so leicht, gute neue Songs zu finden. Aber ich habe trotzdem ein paar. Einen Song, den ich richtig schön finde. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann war die Person, die das Lied singt, bei entweder The Voice oder The Voice Kids. Auf jeden Fall heißt sie Alice. Es ist so groß und die Liebe zu klein. Es Ich finde ihre Stimme richtig schön und ich glaube, sie ist auch noch ziemlich jung und für das Alter halt richtig krass. Dann habe ich einmal den Song, der heißt Good Lies. Und ich finde, das ist einfach so ein richtiger Feel-Good-Song. Und als dritten Song habe ich jetzt noch Theater von Chiago ausgewählt. Ich finde zwar, manchmal sind halt so Lines drin, die finde ich nicht so nice, aber an sich haben die immer so einen ganz coolen Beat. Das war's mit meinen aktuellen Songfavoriten. Wie immer, schreibt mir gerne auch eure Songfavoriten einfach in die Kommentare. Und ich will euch jetzt auch noch was anderes zeigen. Und zwar meine Handyhüllen. Ich bekomme öfter mal Fragen nach denen. Und ihr wisst ja aber auch, ich trage die Casey-Verhüllen schon richtig lang. Ich glaube, ich habe die euch vor 2 Jahren oder so das erste Mal gezeigt. Und ich finde die nach wie vor richtig cool. Und dieses Mal wollte ich euch jetzt speziell die Spiegelhüllen zeigen. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal die rausgeholt. Aktuell trage ich ganz gerne die, aber ich finde es irgendwie so nice bei Handyhüllen. Ich wechsle die immer mal wieder durch, um halt einfach so das zu tragen, was ich gerade fühle, was irgendwie zu meinen Outfits passt. Das Coole ist halt, es gibt so viele verschiedene Designs. Da ist für jeden was dabei. Und was dabei halt auch extrem wichtig ist, die Hüllen bieten richtig viel Schutz. Weil es kann ja auch mal passieren, dass das Handy runterfällt. Oder man es irgendwo anhaut und dann passiert da halt einfach nichts. Und passend zu den verspiegelten Hüllen wollte ich dieses Mal auch noch was zum Thema Selbstreflexion sagen. Ich mache mir aktuell sehr viele Gedanken, was ich machen möchte, was mich inspiriert. Ihr wisst ja, meine Ausbildung ist bald vorbei und da stehen natürlich viele Fragen auch an. Mir ist es extrem wichtig, zu dem Thema viele Gedanken zu machen. Mir macht es gerade einfach so viel Spaß, Ideen zu sammeln, die dann umzusetzen. Und das fand ich bei der Gelegenheit richtig cool. Also vielleicht macht ihr euch auch mal ein paar Gedanken zu dem Thema, was euch einfach so Spaß macht und wo ihr noch vielleicht mehr dran arbeiten möchtet. Und ich habe dieses Mal auch noch einen Code für euch. Damit bekommt ihr 10%. Ich schreibe den euch auch nochmal in die Infobox und auch hier irgendwo ins Video. Und ja, dann schaut doch einfach mal. Vielleicht ist ja auch ein passendes Design für euch dabei. Cause baby, I'm falling. Yeah, I'm falling. Falling. So
Ich sitze jetzt gerade schon wieder am Schreibtisch und wirklich dieses Thema Verwaltung nervt mich so sehr. Also ist wirklich überhaupt nicht meins und ich habe am Mittwoch die Klausur darüber und deswegen mache ich jetzt parallel auch noch den Lernzettel und also da geht es einfach um Eigentümerversammlungen und so einen ganzen Kram und Beschlüsse, wann die nichtig sind, wann man die noch anfechten kann, keine Ahnung. Also ich finde es wirklich langweilig. Aber ich muss es halt können. Aber was ich euch eigentlich gerade noch erzählen wollte, ich fand das gerade so lustig. Also ich habe meine Jacke, diese schwarze, glänzende Steppjacke, keine Ahnung, ob man es so nennt, habe ich nicht gefunden. Und ich war schon richtig traurig und ich überlegt seit 3 Tagen, wo die sein kann. Und habe Torben geschrieben, meiner Familie jeden gefragt und so. Und jetzt kam ich gerade auf die Idee und habe halt wirklich in meinen ganzen Fotos geschaut, wann ich die das letzte Mal anhatte. Und jetzt bin ich auch auf die Idee gekommen zu schauen, beim Umzug habe ich ja alles mitgefilmt. Und dann habe ich gesehen, dass ich diese Jacke da hing. Und ich habe aber nicht mehr diese ganzen Videos, sondern ich habe nur noch die geschnittenen. Und dann habe ich sie gesehen, dass sie da hing und dann war sie plötzlich weg. Und dann habe ich gerade eben die ganze Zeit versucht zu analysieren, in welche Tasche ich die Jacke gelegt habe. Und dann kam ich drauf, dass die noch in den Tüten ist, die eingepackt in den Tüten sein kann, die eingepackt sind, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich in diesen Tüten nachgeschaut und ich habe sie gefunden. Und ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber für mich war das gerade wirklich so ein Erfolgserlebnis, weil ich mich gefühlt habe wie der größte Ermittler, der jetzt seine Jacke wiederfindet. Ja, genau. Aber es macht mich gerade sehr happy, weil ich schon überlegt habe, wo ich so eine ähnliche Jacke finden kann und richtig traurig war. Aber gut, manche Dinge können ja auch einfach mal funktionieren. Und wir gehen heute noch mit meiner Family essen. Also meinen Eltern, meinem Bruder und seiner Freundin. Und ja, Torben ist dieses Wochenende mit seinen Eltern bei seiner Schwester. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Deswegen sehen wir uns leider dieses Wochenende nicht. Aber deswegen tut es mir ganz gut, dass ich hier bin. Ja, ich habe auch genug anderes gerade zu tun. Deswegen, ich freue mich sehr, vor allem auch heute dann mal essen zu gehen, weil vor allem, wenn wir hier essen, bin ich halt mit dem Gedanken trotzdem noch sehr viel bei meinen Themen und denke dann so, vielleicht sollte ich jetzt aufstehen und was machen, aber ja, so ist es auch mal ganz gut, mal rauszukommen und wir gehen heute richtig früh essen, weil es einfach so schnell keine Tische mehr gab. Deswegen fahren wir hier schon um 5 Uhr los. Heißt, ich mache jetzt noch schnell das Thema Beschlüsse fertig. Wie heißt das jetzt nochmal? Ich mache jetzt hier noch das Thema Anfechtung und Nichtigkeit von Beschlüssen fertig. Und dann mache ich noch ein bisschen was für Social Media und dann geht's essen. Das ist der Plan für heute. Genau, dann melde ich mich einfach bei euch später. Ich habe einfach schon wieder einen Käfer gefunden und ich hoffe, das ist der gleiche von gestern Nacht. Ich werde ihn jetzt wieder rausbringen. Okay, nein. Ich habe einfach noch einer ist hier, dann ist da oben auch noch einer und da ist auch einer. Ey, woher kommen die alle? Lucky. Never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you smile. Ah! Hast du gesehen? Lucky! You make it look easy. I don't understand how you can love me the way that I am. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you run. Ich weiß es halt alles. Schön. Wollte ich aber auch voll raus hier, oder? Was hast du? Thank you.
will ich suchen raus. Ich wollte gerade meinen Vater überreden, dass er mit mir einen Wettbewerb macht. Und zwar, weil Teil 2 ist ja so Wirtschaft und Soziales, also sind sehr viele allgemeine Fragen. Und ich hatte halt die coole Idee, dass er das gegen mich machen kann, aber er hat keine Lust. Verständlicherweise. Aber er meinte, er sagt mir am Ende, was er davon gewusst hätte, und deswegen mache ich meinen tollen Wettbewerb jetzt alleine. Ich versuche mir hier wirklich das Lernen mit ihr auch ein bisschen spaßig zu machen. Ja, nee, sieht irgendwie nicht so aus. Jetzt werde ich hier lernen. Zur Abwechslung setze ich mich jetzt einfach hier runter. Dann wird es bestimmt noch viel besser. Und so. Was zu frühstücken. Einfach Toastbrot mit so einem Avocado-Aufstrich und Tomaten. Und wirklich, dieser Aufstrich ist so lecker. Ich glaube, den gibt es nur bei Alnatura. Und der schmeckt richtig nice. Ich kann euch direkt auch noch eine Empfehlung geben. Der Tee hier, den finde ich auch richtig nice. Und das hier ist auch unsere ganze geliebte Teeschublade. Wirklich. Wir lieben alle Tee und das ist der. Der ist richtig nice. Oh, mein Toastbrot ist ein bisschen dunkel geworden. Upsi. Sometimes my mind is away. I drift in the space. Don't know where to go. Sometimes I think I'm okay. I'm feeling the same. My reasons are gone. Sonntag, mittlerweile 5 Uhr, fühlt sich mal wieder viel, viel später an. Ich habe heute irgendwie voll vergessen, mich zu melden. Wir sind heute Morgen richtig lange spazieren gegangen, es war voll schön. Und ich bin heute aber irgendwie einfach ein bisschen kaputt gewesen. Das habe ich mich jetzt gerade auch nochmal ausgeruht. Und davor nochmal bin ich eine Prüfung durchgegangen von Teil 2 und ja, zieht sich einfach alles gerade so ein bisschen. Aber ich bin irgendwie froh, morgen in der Schule zu sein und dann auch mal mit jemand aus meiner Schule zu lernen, weil ich merke gerade so ganz viele Baustellen in meinem Kopf sind. Ich habe fast so das Gefühl, dass ich gerade weniger weiß als ganz am Anfang, was natürlich Schwachsinn ist, weil das stimmt nicht und ich bin auch eben die Prüfung durchgegangen. Mit Teil 2 habe ich zum Beispiel irgendwie keine Probleme, auch wenn ich die Themen eigentlich nie richtig gelernt hatte. Also ich habe, glaube ich, gerade so um die 80% gehabt, was ja super ist. Also wenn ich das habe, bin ich voll zufrieden. Und bei den anderen beiden Teilen erwarte ich, also bei Teil 3 erwarte ich zumindest keine 80%. Ja, aber ich glaube, es wird mir morgen einfach gut tun, mal wieder das mit jemandem zu machen, der da so weit ist wie ich und mit dem ich diese ganzen Sachen mal durchgehen kann. Genau, deswegen, das steht nächste Woche an. Das steht morgen an und ansonsten nächste Woche fahre ich ja nach München. Und es ist irgendwie so krass, weil das jetzt die ganzen Dinge sind, wo ich mich auch so lange drauf gefreut habe. Und ich finde es auch nach wie vor, es ist voll gut, jetzt mal diese Lernphase zu haben. Und ich finde es auch an sich sehr nice. Es ist natürlich halt trotzdem immer viel, über das man sich so Gedanken macht. Aber keine Ahnung, ich kann gar nicht glauben, dass es jetzt schon so weit ist. Das ist für mich einfach so surreal, weil es so ein großer Teil war jetzt, also von meinem Leben in den letzten 2 Jahren. Und irgendwie ist dieser Abschluss für mich nochmal viel, viel krasser als mein Abi. Ja, das ist schon echt heftig. Und ja, es ist halt super viel Wirtschaftskram. Genau, aber deswegen, ich glaube, nächste Woche wird richtig cool. Mal schauen, ich versuche auch wieder mitzufilmen. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Lernvideos gefallen. Das heißt, nächste Woche kommt einfach, ja, vorletzter Lern.
vorletztes Lernvideo ist es dann. Aber mal schauen. Je nachdem, wie viel ich halt noch filme. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und mir hier auf YouTube und Instagram folgt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.